Guten Morgen, ich hoffe, ihr seht mich. Ich verschwinde aber kurz. Wir haben heute den nächsten Tag. Ich habe gestern nichts mehr mitgefilmt, obwohl ich eigentlich wollte. Aufgrund dessen, dass ich vor lange nicht mehr bei so einem Mehrtagesvlog oder was halt gefilmt habe, wenn Philipp dabei war. Aber trotzdem... Hallo! Aber trotzdem habe ich das irgendwie verpeilt. Gestern ist auch nichts Aufregendes mehr passiert. Ich war dann noch tanken abends. Und das war's im Endeffekt. Also ja, jetzt der nächste Morgen und ich packe gerade meine Handtasche. Ich muss halt nochmal in die Uni, obwohl vorlesungsfreie Zeit ist. Warum habe ich die Kamera denn bitte hingerichtet? Also wohin habe ich sie gerichtet? Ich muss nochmal in die Uni, weil heute eine Veranstaltung, die letzte Woche, ich sag mal, ausgefallen ist, auf heute verschoben wurde. Wenn sie letzte Woche stattgefunden hätte, möchtest du noch was trinken? Mach vorsichtig. Du kannst das. Langsam. Super. Der Karl trinkt jetzt nämlich immer aus, wir nennen es Kinderglas, weil wir haben die auch noch in groß, die Latte Macchiato Gläser. Das sind halt die kleinen dekorativen Gläser. Was wollte ich sagen? Die Veranstaltung. Das ist deine Windel. Die müssen wir noch wegwerfen. Die Veranstaltung wird jetzt heute sozusagen nachgeholt. Und ja, genau, deswegen muss ich da jetzt nochmal hin. Habe ich eigentlich auch verbockt drauf, weil das war meine, ich sag mal, Lieblingsvorlesung. Klar, das ist alle. Alle. Die habe ich ausgewaschen. Die Flasche, die ich gerade reingepackt habe, da ist noch das drin, was draufsteht, die habe ich ausgewaschen. Ich hoffe, dass die jetzt auch ordentlich dicht hält. Wir werden es gleich mal ausprobieren, aber ich will ja nicht dieses Riesending mitnehmen. Mami, Mami, Mama, Papa. Kali, Kali. Mami, 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 Mama. Ja, wir sind vom Wecker geweckt worden. Dürfte dicht sein, ne? Und... Mami hat nur Wasser reingemacht. Wir sind vom Wecker geweckt worden und das ist halt echt nicht so cool. Also ich habe... Ich habe den Wecker. Mami hat gemacht. Ich habe einmal auf Schlummern gedrückt, bin dann ganz leise aufgestanden und habe dann den Karl geweckt, nachdem ich mir die Haare gemacht hatte. Die Sache ist, dass er ja früh bei uns mit ist, weil er ja irgendwann zeitiger aufwacht, also um 5 oder sowas. Und dann holen wir ihn halt rüber und dann schläft er nochmal ein. Und ja, genau. Aus diesem Grund bin ich dann leise geflüchtet und konnte dann aber schön wieder in Ruhe meine Haare machen. Also das ist halt auch echt von Vorteil. Und der Karl hört meinen Wecker überhaupt nicht, auch wenn er direkt daneben liegt. Ich habe den jetzt auch nicht auf sonst wie laut, ne? Aber das ist halt einfach mein ganz normaler Wecker. Hast du deinen Keks schon aufgegessen? Nee, siehst du. So, ich esse jetzt auch noch schnell was. Wir müssen in einer Viertelstunde losfahren. Ich esse jetzt noch was. Der Karl kriegt ja dann nochmal ordentliches Essen im Kindergarten. Er hat jetzt erstmal einen Haferkeks bekommen, weil er hat die hier stehen sehen. Zu trinken habt ihr auch gesehen. Genau, er ist gerade hier super drauf. So, guten Morgen, ihr Lieben. Nein, ich habe ja schon guten Morgen gesagt. Was ich eigentlich sagen wollte, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich schon wieder zu Hause bin. Warum auch der Karl zu Hause ist, auch süß. Er isst ein Stück Apfel und hält seine Ratte im Arm. Dabei hat sich gerade ganz doll gefreut. Oh, guck mal, du hast ein Stück Apfel verloren. Dreh dich mal. Guck mal hier. Hier, da ist ein Stück Apfel.
Ich glaube, er hat sich gerade ganz so gefreut, als ich die Ratte aus der Handtasche geholt habe. Und zwar folgender Sachverhalt. Wir hatten heute früh die Ratte vergessen und sind nochmal umgedreht und kamen dann zu spät. Folge war, wir wurden nicht mehr reingelassen. Dann kam eine Mutter. Ich sah so aus, als wenn die mit dem Kind gerade bei der Eingewöhnung ist. Auf jeden Fall war das Kind sehr klein und sie wusste auch nicht so ganz Bescheid und hat uns einfach die Tür aufgemacht und hat uns reingelassen. Was mich natürlich gefreut hatte, wir waren nicht so viel zu spät. Auf jeden Fall aber kam dann eine Erzieherin und hat uns wieder weggeschickt, weil die uns rein rechtlich nach der Bringzeitende sozusagen nicht mehr reinlassen dürfen. Und ja, es hat alles schon einen Sinn. Also ich denke auch einfach, dass der Hintergedanke, sie meinte rein rechtlich. Meine Überlegung ist einfach, dass sie sich da also rechtlich insofern verpflichten, dass sie das von den Eltern unterschreiben lassen, weil die halt einfach nicht wollen, dass dann noch Eltern später kommen und dass dann nie Ruhe in der Gruppe einkehrt, was ich ja voll nachvollziehen kann. Wobei es halt wirklich nur, keine Ahnung, als wir direkt am Kindergarten waren, war es vielleicht 3 Minuten zu spät. Problem ist bloß, dass der Kindergarten mehrere Eingänge hat und wir aktuell durch den Haupteingang, sag ich mal, rein müssen. Also den Haupteingang, wo die großen Kinder sind. Da habe ich geklingelt, hat uns keiner reingelassen. Bin ich außen rum. Die haben nämlich noch einen zweiten Eingang, da wo die Kindergartenkinder immer spielen gehen. Da gibt es keine Klingel, da wurde ich auch nicht reingelassen, weil es war zu. Bin ich wieder zurück, der Karl hat nochmal geklingelt. Dann sind wir zum Eingang von der Krippe, wo aktuell eigentlich gebaut wird, wo man nicht rein darf. Aber ich dachte, weil kann ja sein, dass beim Kindergarten einfach niemand gerade da ist, wo es geklingelt hat oder so. Und ja, und durch dieses ganze Hin und Her und dies und das und mich haben auch Erzieher von innen gesehen. Die haben gesehen, dass ich da draußen stand und geklingelt habe und dass es in dem Moment vielleicht 3 nach war. Und wurde trotzdem nicht reingelassen. Und dann im Endeffekt, als ich dann bei der Tür von der Krippe war und die Erzieherin rausgeschickt hat, ja, da kann es schon sein, dass da irgendwie 8 nach oder so war. Aber 3 nach, finde ich, ist noch voll in Ordnung. Und man kann auch, ich sag mal, wenn man sich auf eine bestimmte Zeit, also in dem Fall halb, einigt, kann man trotzdem noch eine 5-minütige Kulanzzeit, sag ich mal, wie man das auch immer nennt, lassen. Meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall haben die dann halt gesagt, ich kann den Karl gerne zur zweiten Bringmöglichkeit bringen. Macht für mich jetzt wenig Sinn. Dankeschön. Ich kriege hier die ganzen süßen Tiere. Macht für mich wenig Sinn, weil ich so oder so nicht mehr zur Uni gehen kann. Also von der Zeit her, ich schaffe es nicht mehr. Zumal auch die letzten Wochen die Bahn, also nicht die Deutsche Bahn, sondern so eine Privatbahn, gestreikt haben und ich nicht alle halbe Stunde nach Münster fahren konnte, sondern nur alle volle Stunde oder beziehungsweise alle ganze Stunde, was meine Flexibilität noch mehr eingeschränkt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann vom Kindergarten direkt zur Mülldeponie gefahren. Da habt ihr dann einen Zeitraffer bekommen, wie ich von da zurückgefahren bin. Ich habe voll vergessen, auf der Mülldeponie zu filmen, aber es ging sehr schnell. Ich habe 6 Euro bezahlt und ja, genau, also es waren halt ein paar Säcke Restmüll, ne? Nichts Aufregendes. Genau, und dann habe ich nochmal angehalten unterwegs und habe im Kindergarten angerufen und habe halt gesagt, dass es für mich jetzt keinen Sinn mehr macht, weil als sie mich da weggeschickt haben, meinte die, ja, sie können ja zur zweiten Zeit wiederkommen. Habe ich erstmal ja gesagt, weil ich war so verwirrt, beziehungsweise eigentlich auch ein bisschen schockiert, dass die da so, ja, so krass drauf sind. Ich hatte es noch nie, ich kam noch nie zu spät und von daher hab ich die Situation noch nie gehabt und es war halt für mich ein bisschen krass halt, zumal ich halt vorher super unter Stress stand, weil wir dann mal heimgefahren sind. Auf jeden Fall habe ich dann mal angehalten und angerufen und in dem Moment habe ich gesehen, dass ich eine E-Mail bekommen habe, dass ein Paket von mir bei einer Tankstelle abgegeben wurde, also wo ich das halt hinschicken lassen habe mit Hermes, weil unsere Klingel ist ja noch kaputt und die Hermes-Menschen, die bringen das ja nicht irgendwie gleich zum Paketshop, wenn man nicht zu Hause ist, sondern versuchen es am nächsten Tag nochmal und wenn man dann nicht da ist, dann schicken sie es wieder zurück und das ist halt doof und deswegen lasse ich es immer gleich, sobald ich die erste E-Mail bekomme, umleiten an die Tankstelle und hole es dann da ab. So bin ich hingefahren, habt ihr ja auch gesehen. Und dort meinte die, ja, der Hermesbote war ungefähr vor 2 Minuten da. Die haben die Pakete noch nicht mal einsortiert. Trotzdem hat sie meins rausgesucht. Und dann hat mir eine andere Tankstellenmitarbeiterin das auch zum Auto getragen, weil ich den Karl ja hatte. Und allerdings ist das jetzt noch im Auto, weil es ist sehr groß. Das ist hier noch
das zweite Türgitter dieser Art. Und er musste jetzt hinterm Haus parken und deswegen Karl und Türgitter und Handtasche von hinterm Haus hierher. Das wäre ein bisschen viel gewesen. Genau, wir machen jetzt einen entspannten Tag. Ihr werdet sehen, was wir noch so machen. Und ja, erstmal so viel dazu. Hier seht ihr unser Mittagessen. Es gibt Tortellini. Wegen der Soße habe ich mir noch nicht so richtig überlegt. Die sind noch ultra heiß, also die müssen eh erst mal abkühlen. Ja, die sind heiß. Ja, die müssen eh erst mal abkühlen. Und was wir dann als Soße dazu machen, können wir uns noch eben überlegen. Na? Heiß. Ja, die sind heiß. 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 Genau. Ansonsten haben wir den Vormittag entspannt. Also wir werden erstmal zusammen am Mittag essen und dann wird der Kabel schon mal schlafen. Mal gucken, was ich dann mache. Im Prinzip habe ich ja jetzt auch gerade nicht so viel zu tun. Also für die Uni habe ich eigentlich alles schon vorbereitet. Und ansonsten haushaltsmäßig, wenn er schläft, kann ich halt nicht staubsaugen oder runter zur Wäsche gehen. Ich glaube, was anderes muss aktuell gerade auch nicht gemacht werden. Der Geschirrspüler läuft zum Beispiel, den habe ich vorhin eingeräumt. Der ist dann wahrscheinlich Nachmittag fertig, den räume ich dann aus. Aber ansonsten... Aus. Ja, ansonsten mal gucken, machen wir jetzt einen entspannten Tag. Nudeln. Ja, das sind Nudeln. Wir gucken jetzt erstmal nach der Soße. So, jetzt darf ich aber wirklich guten Morgen sagen, wobei ich gar nicht weiß, ob ich geschlafen habe. Auf jeden Fall, vor einer Stunde ist der Karl aufgewacht und und er hat vor 2,5 Stunden geschlafen. Ist okay für den Tag, also ist noch in Ordnung, dass er dann abends trotzdem schläft. Was ist denn? Was ich gefunden habe. Und auf jeden Fall habe ich mich halt mit dazugelegt, weil ich war so todmüde. Ich habe einfach nur noch darauf gewartet, dass mein Kind schläft, weil ich war so fertig vom Frühaufstehen, weil heute war ungewohnt früh aufstehen. Also 2 Stunden eher als sonst. Und da ich mich gefühlt so die letzten Wochen daran gewöhnt hatte, lange zu schlafen, war das irgendwie ein bisschen sehr krass für mich. Eigentlich bin ich voll verwöhnt. Aber ich habe auch Semesterferien, von daher alles gut. Und da ja heute wäre die letzte Uni-Veranstaltung gewesen und da die ja jetzt vorbei ist, habe ich jetzt auch offiziell Semesterferien, sage ich jetzt einfach mal so. Genau, und deswegen kann ich jetzt mich auch verwöhnen, kann ich auch verwöhnt sein, so rum vom, mit viel Schlaf. Lange Rede, kurzer Sinn. Nein, ganz vorsichtig. Auf jeden Fall bin ich mir aber nicht sicher, ob ich halt die ganze Zeit geschlafen habe oder einen Teil davon, weil mir kam es irgendwie nicht so vor. Wenn doch, wäre natürlich cool. Aber auf jeden Fall haben wir danach eigentlich nur auf dem Sofa rumgegammelt, ein bisschen was gegessen. Also was man auf dem Sofa kleckerfrei mit Kind essen kann. Und jetzt fangen wir erstmal richtig an zu spielen. Ich bin so platt, einfach wenn man am Tag schläft, ist man danach einfach so ultra platt. Ja, genau. Mal sehen, was heute noch so passiert. Ist zum Glück noch hell. Ich freue mich, wenn die Tage jetzt wieder länger werden. Das ist überhaupt nicht mein Ding, so Winter und sowas.